Moin Leute und herzlich willkommen. Irgendwas stimmt hier noch nicht so ganz. Ho, ho, ho! Herzlich willkommen bei den Advents-Specials. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. Moin Leute und herzlich willkommen bei dem dritten Advents-Special. So langsam wird's ernst, die Whiskys werden noch besser als sowieso schon. Und heute habe ich mir einen besonderen Balvenie ausgesucht. Und zwar den Balvenie 21 Jahre Portwood Finish. Die große Flasche, nicht ganz günstig, liegt so bei 150 Euro. Ich habe das Glück, dass ich hier so ein kleines Sample vom Adrian letztens geschenkt bekommen habe. Was heißt letztens? Auch schon ein bisschen länger her. Und da habe ich sowieso schon gesagt, das bewahre ich mir ein bisschen auf für was Besonderes. Und da habe ich mir gedacht, das dritte Advents-Special passt dann jetzt hier. Portwood muss man jetzt aufpassen, der ist nicht ausschließlich in diesen Portweinfässern gereift, sondern eine Nachreifung fand hier statt. Primäre Lagerung war dann erst natürlich, wie auch sonst, Ex-Bourbon-Fässer und dann anschließend in diesen Portweinfässern. Und da hat David Stewart, steht hier drauf, wieder dann nur die ganz speziellen Fässer ausgesucht, die dann noch weitere Komplexität aufbauen sollen und in diese Portweinfässer dann nachreifen dürften. Ich weiß jetzt nicht, wie das da abläuft, ob der die da Hand aussucht oder ob der genau weiß, in dem Lager die und die Fässer an diesem Ort, die lagern mit dieser Eigenschaft und dann dementsprechend irgendwie da irgendwas auswählt, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall 43 Volumenprozente. Und ja, freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Kann eigentlich nur gut sein. Balvenie habe ich ja schon ein paar probiert. Den Double Wood, den ich immer wieder gerne trinke. Oder den, ach, da habe ich auch eine kleine Probe gehabt. Was war denn das für einer? 15 Jahre Single Barrel war das, glaube ich. Auch in Bourbonfässern. Der war auch sehr, sehr schön. Gucken wir das kleine Pröbchen. Hat mir etwas ein bisschen mehr eingegossen. Tja, gucken, was die kleine Probe hier kann. Beziehungsweise was der Whisky an sich kann. Sehr fruchtig, traubig, weinig. Weingummi. Jo. Von Haribo, diese, ja, Kirschen. Weingummi ist hier drin. Aufgelöst. Richtig süß. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es so süß ausfällt und so, boah, Süßigkeit. Also auf jeden Fall ordentlich Frucht, viel, viel Port. Und wunderbar weich in der Nase. Da ist jetzt nichts Störendes dabei, nichts Brennendes oder nichts Pieksendes in der Nase. Richtig schön weich, gediegen. Leichte Eichennoten machen sich jetzt auch so breit. Ja, und jetzt kommen auch so
Ja, es könnten Orangen sein. Blutorangenmäßig. Schön saftig, süß, fruchtig. Ja, von der Nase her auf jeden Fall richtig lecker. Ich hoffe, der Geschmack ist auch so. Sehr cremig, sehr seidig, fast schon sahnig. Jetzt kommen die Frucht, die ich häufig bei Port finde, das ist die Erdbeere. Vorhin hatte ich aber schwarze Johannisbeeren. Deswegen habe ich mich so gewundert, musste kurz drauf kommen, aber ja, das waren schwarze Johannisbeeren mit so einer ganz zarten Säure. Danach ging es dann aber wieder eher zu diesen süßen Erdbeeren in Verbindung mit so einer schönen Süße. Und jetzt sowas, eine Assoziation von leichtem Rauch auf der Zunge, könnte aber auch die Eichenwürze sein. Und jetzt im Abgang so zart bitter, aber eher in Richtung Kakao, jetzt nicht Schokolade oder Kaffee, das ist noch nicht so. Es ist eher noch diese leichtere Bitterkeit. Ja, und in der Nase wieder dieses Haribo Weingummi. Könnten auch die Schlümpfe sein. Sind auch lecker. Ja, auf jeden Fall schön fruchtig, schön süß in der Nase, wunderbar weich. Der könnte da, finde ich, sogar noch so 3% mehr vertragen, so auf 46%. Und die 43%, die machen den schon sehr gefährlich. Etwas Honig kommt dann jetzt auch. Und zwar dieser typische, ich sag mal, Frühstückshonig, dieser, ja, was ist denn das? Blütenhonig. Und schön Karamell kommt jetzt auch. Karamell-Vanille, der habe ich die ganze Zeit gesucht. In 21 Jahren sollte die auch zu finden sein und jetzt habe ich sie auch. Ja. Was auf jeden Fall auch schön ist, bei dem Finish hier, dass auch dieser Port nicht komplett alles übertüncht, sondern dass der sich da schön in das Aroma einbindet. Aber vordergründig ist er auf jeden Fall. Jetzt etwas mehr im Mund bekommen. Wenn man länger im Mund hält, dann baut er so eine richtige Würze auf. Leichte Ingwernoten. Wird dann aber auch wieder direkt verdrängt von dieser schönen süßen Fruchtigkeit. Mit der leichten Honignote. Nicht wirklich prägnant. Und das Mundgefühl ist auch sehr schön. Er ist wie gesagt sehr, ja, cremig, sahnig im Mund. Und jetzt ist auch etwas mehr Eiche zu spüren,
aber immer noch nicht so, dass ich jetzt sage, boah, er schlägt mich jetzt. Die bindet sich so schön jetzt in dem Abgang ein. Die Süße, die verschwindet jetzt so etwas und jetzt kommt wirklich diese leichte Bitterkeit wieder. So bitterer Kakao, heiße Schokolade mäßig. Ja. Schön. Also, der gefällt mir echt, echt gut. Bin jetzt gerade mit dem Gedanken hier, mir eine große Flasche zu holen. Aber ich habe noch so viel zu probieren und ich habe jetzt auch noch so viel Sachen, die ich mir kaufen möchte. Ja, aber jetzt ein bisschen habe ich ja noch. Schöner Whisky, auf jeden Fall. Bisher von den Advent Specials das leckerste. Sehr schön. Ja, würdige Vertreter für den dritten Advent. Wenn ihr die Flasche auch zu Hause habt oder den schon probiert habt, schreibt mir gerne einen Kommentar, wie euch die Flasche gefallen hat. Und dann hoffe ich, dass ihr auch beim nächsten Video wieder einschaltet bei Talking Malts.